Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Ein Morden im Norden. Falls du neu hier bist, ich sitze hier jeden Montag und Donnerstag, schmink mich und erzähl euch von einem Fall. Das Format ist adaptiert von Bailey Sarian. Jeden Montag übersetze ich eins ihrer Videos und jeden Donnerstag, also zum Beispiel heute, recherchiere ich einen Fall selber. Heute möchte ich auf einen Vorschlag von einem Zuschauer eingehen. Es gab ein paar Vorschläge. Bei einem musste ich mir erstmal einen Disney-Film danach angucken, um irgendwie wieder klarzukommen. Das ist ganz schön harter Tobak. Aber Judith, ich bin noch am Ball. Ich muss mir noch ein bisschen Mut antrinken, glaube ich. Ich habe ihn nicht vergessen. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch Make-up, abonniere gerne meinen Kanal. Ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Heute geht es erstmal um den Hamburger Säurefassmörder, Lutz Reinström. In meinem Kopf heißt er immer Reinström. Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber selbst wenn ich die Texte dazu lese, lese ich Reinström. Wie auch immer. Lutz wurde am 29. März 1949 in Sassnitz geboren. Über seine Kindheit und Jugend ist nicht wirklich was bekannt. Bekannt ist aber, dass er eine Ausbildung zum Kirschner machte und eine Frau kennenlernte, die er auch heiratete. Wer seine arme Frau und seine Kinder oder sein Kind, vielleicht hat er eine Tochter, ich bin mir nicht sicher, wer die sind, das war auch leider nicht rauszufinden. Über Lutz wurde gesagt, dass er ein netter Zeitgenosse war, ein gern gesehener Partygast, ein liebender Ehemann und Familienvater. Also das Klischee vom netten Typen ist mal wieder erfüllt. Toll, das Vertrauen in die Menschheit schwindet immer mehr. Wenn das so weitergeht, sterbe ich als paranoide, alleinstehende, irre Hundefrau. Ich sehe es schon genau vor mir. Wirres Haar, paranoider, irrer Blick, 8 Hunde um mich herum, die jeden beißen, der mich irgendwie nett anlächelt. So wird's kommen. So und nicht anders. Also über seine Familie ist auch nicht so wirklich was bekannt. Was für uns jetzt vielleicht ein bisschen doof ist, aber eigentlich muss ich ein Kompliment der Presse aussprechen, dass sie sie anonym gehalten haben und die Familie, also seine Frau und gegebenenfalls Tochter oder Kinder, nicht in den gleichen Topf geworfen haben wie Lutz. Auch heute eine Warnung. Wahre Verbrechen sind immer furchtbar, aber manche gehen so richtig unter die Haut. Lutz ist ein skrupelloser Sadist. Also schön wird's heute nicht. Vielleicht das Make-up. Ich hoffe's. 1983 hatte er in seinem Reihenhaus am Dompfaffenweg in Hamburg-Rahlstedt seinen Keller in einen Atomschutzbunker umgebaut. Also er hat das ziemlich gut vorbereitet. Lutz hatte einen Hass auf seinen Lehrmeister Kurt K., der Kirschnermeister und Pelzverkäufer. Warum, konnte ich nicht ausfindig machen. Aber Lutz wollte ihn schaden. Nicht persönlich, auch nicht sein Geschäft, aber er wollte ihn treffen und er wollte ihn leiden sehen und am besten auch noch finanziell schröpfen. Am 11. März 1986 kommt Hildegard K., also die Ehefrau von Kurt K., aus dem Urlaub. Die Ehefrau von Lutz ist zu diesem Zeitpunkt auch im Urlaub. Lutz hat also sturmfrei. Am 12. März lockt Lutz Hildegard unter einem Vorwand in seinen Keller. Dort überfällt und fesselt er die 61-jährige Rentnerin. Er beginnt, sie zu quälen und will wissen, wo sie das Geld versteckt hat und vielleicht noch andere Wertsachen hat. Hildegard verrät ihm alles. Sie habe ungefähr 20.000 Mark im Badezimmer hinter der Beleuchtung vom Badezimmerschrank versteckt. Außerdem habe sie auch Schmuck im Wert von ungefähr 20.000 D-Mark im Haus. Vielleicht droht Lutz ihr damit, ihren Dackel Donald und dann sie zu ermorden, wenn diese Angaben nicht richtig sind. Hildegard soll einen Brief schreiben. Hab Arbeit satt, will nicht mehr arbeiten, will nur noch leben. Im Urlaub ist es mir klar geworden. Brief folgt. Lutz lässt Hildegard in seinen Keller, gefesselt, schließt sie ein, nimmt sich ihren Haustürschlüssel und den Brief und fährt los. Er weiß genau, wie sein alter Lehrmeister arbeiten muss und kann sich bedenkenlos Zutritt zu dem Haus verschaffen. Er platziert den Brief, holt sich die 20.000 D-Mark aus dem Badezimmer, sucht sich den Schmuck zusammen, steckt den Führerschein und Personalausweis von Hildegard ein und entführt Donald, den Dackel, samt seines Hundekörbchens. Was er mit dem armen Hund macht,
Weiß ich nicht. Aber da er ein sadistischer Psychopath ist, kann ich mir leider sehr gut vorstellen, dass er den armen Hund vor Hildegard getötet hat. Nur um sie zu quälen. Echt ein krankes Schwein. Er foltert sie auch, unter anderem mit Schraubzwingen. Er verweigert ihr hier und da das Essen, also er lässt sie hungern. Und er quält sie sexuell. Er zwingt sie dazu, weitere Briefe an ihre Familie zu schreiben. Sie hatte versucht, in den Briefen Hinweise zu verstecken, aber es ist zu dem Zeitpunkt niemand aufgefallen. Nach einer Woche erlöst er sie aus dieser ausweglosen Hölle, die er ihr da bereitet hatte. Lutz erhängt Hildegard in seinem Keller, zerstückelt ihre Leiche, stopft die Körperteile in ein Fass, welches er dann mit Salzsäure aufgießt. Er vergräbt das Fass in seinem eigenen Garten und gießt darüber eine 80 cm dicke Betonschicht. Niemand ahnt irgendetwas. Die Familie von Hildegard glaubte nicht, dass sie alles einfach stehen und liegen ließ und sich aus dem Staub machte. Doch für ein Verbrechen gibt es keine Spur. Niemand hatte irgendwas gesehen oder gehört. 2,5 Jahre später, am 5. Oktober 1988, lockte eine weitere Frau in seinen Horrorkeller. Seine Bekannte Annegret B., die zu diesem Zeitpunkt 31 Jahre alt war. Mit ihr hatte er sich an einem Treffpunkt verabredet, also die kannten sich halt. Und auch sie lockte er mit einem Vorwand in seinen Keller. Dort hatte er sie ebenfalls gefesselt und gefoltert. Annegret musste auch Briefe schreiben. Einen zum Beispiel an ihre Haushaltshilfe zu Hause. Mir ist sowieso egal, was sie machen. Ich zieh aus. Alles Gute für sie persönlich. Diesen platzierte Lutz in ihrer Wohnung. Sie musste auch einen Brief an ihren Arbeitgeber schreiben, in dem sie von ihren Urlaubsplänen berichtet, ihren Resturlaub einfordert und kündigt. Ein an ihren Lebensgefährten, dass sie ihn verlässt, dass sie vom Leben mehr erwartet und sie möchte reisen und die Welt erobern. Diverse Briefe an ihre Familie und Postkarten, also Weihnachtskarten, Geburtstagskarten. Postkarten wurden verschickt aus Chile, Brasilien und der Schweiz. Und einen Brief musste sie selbst an die Polizei schreiben. Also so ein Entwarnungsbrief. Na, ich bin wirklich nur verreist. Das war ein Plan von Lutz, um ihre Abwesenheit zu erklären und ihre Reisepläne oder angeblichen Reisepläne zu untermauern. Er quälte Annegret ganze 4 Wochen. Er hatte Bilder von Seitentaten gemacht und auch Tonaufnahmen von der Quälerei. Er hatte ihr den Schädel rasiert. Er machte Bilder von ihrem geschundenen Körper. Er nahm die Folterungen auch auf Tonband auf. Und Annegret musste, wohlwissentlich, dass sie bald sterben würde, sich auf diesem Tonband von ihm verabschieden. Und sie sollte beschreiben, wie sie die letzten 4 Wochen empfunden hat. Also sie sollte ihm diese Hölle, die er ihr bereitet hat, auf Tonband beschreiben. Erinnerungen für ein sadistisches Schwein, damit er alles immer wieder durchleben konnte. Annegret wurde zwar als Vermisstenfall geführt und man fand auch einen bis dato nicht zu identifizierenden Fingerabdruck auf einen der Briefe, der Lutz gehörte. Doch durch die ganzen Karten und Briefe, die Lutz halt nach und nach abgeschickt hatte, hatte man immer noch die Hoffnung, dass es Annegret gut geht, dass sie am Leben ist und vielleicht doch einfach nur die Welt erkundet. Dass Annegret in den Briefen Anfangsbuchstaben nachschrieb und damit Hilfe Lutz als Notruf raussendete. Ein stummer, verzweifelter Schrei, der leider erst Jahre später bei einer Untersuchung gehört wurde. Nach 4 Wochen grausamer Qual brachte er Annegret um. Er zerstückelte ihre Leiche, zerhackte sie, packte sie in ein Fass, übergoss das mit Säure und vergrub es diesmal auf dem Grundstück seines Ferienhauses in Basedow, Lauenburg. Annegrets Mutter hatte der Polizei Lutz als Bekannten von Annegret und möglichen Zeugen genannt. Ich glaube, sie hatte gewusst, dass die beiden an dem Nachmittag verabredet waren. Da dieser Polizist, der diese Untersuchung leitete, aber Lutz persönlich aus dem Schwimmverein kannte, folgten keine weiteren Verdächtigungen oder Untersuchungen in seine Richtung. Ach, man kennt sich. Wenn der Lutz sagt, er weiß nichts, dann ist es auch so. Das ist ein Guder. Der kann feiern, eine richtige Partykanone. Der hat damit doch nichts zu tun. Hildegard verschwindet, brachliegende Vermisstenanzeige. Annegret verschwindet, brachliegende Vermisstenanzeige.
Am 6. September 1991 überfällt Lutz die neue Lebensgefährtin von Kurt K., die 53-jährige Christina S. Er überrascht sie in ihrem eigenen Auto und überwältigt sie mit einem Elektroschocker. Er entführt auch sie in seinen Keller nach Rahlstedt, fesselt sie an ein Eisenbett oder erkettet sie mit Handschellen an ein Eisenbett. Aber diesmal will er Lösegeld erpressen. 300.000 D-Mark. Um Christina gefügig zu machen, droht er ihr, sie umzubringen, sie zu zerstückeln und in ein Säurefass zu stecken. Er zeigt ihr Fotos von der gefolterten Annegret. Eine Woche wartet Lutz auf eine Reaktion zur Lösegelderpressung, als seine Ehefrau frühzeitig aus dem Urlaub zurückkam. Da bekam er Muffensausen und Panik. Er hatte Angst, aufzufliegen. Er brachte Christina nicht um. Er packte sie in sein Auto, fuhr mit ihr nach Langenhorn und setzte sie vor einer Polizeistation ab. Der muss ja gar nichts mehr bei ihm im Oberstübchen funktioniert haben. Wollte er erwischt werden? Er hatte ihr Beweise gezeigt in Form von Fotos und beschrieben, was er sonst mit ihr machen würde, und setzt sie dann vor der Polizeistation ab. Also ich meine, gut für Christina, um Gottes Willen. Also klar, sie ist traumatisiert und völlig verstört, aber sie lebt. Das ist besser als brutal gefoltert, umgebracht, zerstückelt und in ein Säurefass gesteckt zu werden. Die Polizei brauchte nur 4 Tage, um Lutz ausfindig zu machen. Er wurde verhaftet und verbrachte 6 Monate in Untersuchungshaft, bis er am 26. Mai 1992 wegen räuberischer Erpressung oder erpresserischen Menschenraub zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde. Er wurde nur für die Entführung an Christina und der Lösegelderpressung verurteilt. Das milde Urteil begründete der zuständige Richter damit, dass Lutz bis dato ein unbescholtenes Leben geführt hatte. Er hätte Christina unter diesen Umständen auch gut behandelt. Er hatte ein Teilgeständnis abgelegt und müsste ja jetzt schon unter dem Verlust des bürgerlichen Ansehens leiden. Ebenso seine Familie. Ja, wenn du wüsstest, was der Lutz bis dato schon alles eigentlich angestellt hätte, hätte mal einer der armen Christina aufmerksam zugehört. Zum Glück gab es einen Menschen, der das tat. Die Kriminalbeamtin Marianne Azeroth-Freier hatte Christina am 13. September 1991 nach der Freilassung und Befragung auf der Wache nach Hause gefahren. Wo ist denn jetzt der Pinsel? Hast du meinen Pinsel geklaut, den ich brauche? Während der Fahrt nach Hause erzählte Christina ihr von dem Bunker, den widerlichen sadistischen Folterfotos, die Lutz ihr gezeigt hatte. Alles, womit Lutz ihr gedroht hatte und generell erzählt hatte. Das ließ die Kriminalbeamte nicht los und sie schrieb, nachdem sie wieder auf der Wache war, ein Gedächtnisprotokoll von der Heimfahrt. Diese Beamtin sagte auch vor Gericht aus. Doch dem Gericht waren diese ganzen Angaben einfach zu wirr. Und es sei ja nur um eine Entführung gegangen. Doch in diesem Gerichtssaal sitzt auch die Mutter von Annegret B., dem zweiten Opfer. Diese fasst sich ein Herz und geht auf die Beamtin zu. Seht ihr von Annegret, dass Lutz ein Bekannter ihrer Tochter war und dieser auch Hildegard kannte. Könnte es sein, dass ihre Tochter das Folteropfer sei? Boah, furchtbar, grauenhafte Vorstellung, oder? Wenn du das hörst und von den Bildern hörst und weißt, ach, die waren eigentlich verabredet und dann wurden auch noch solche Fotos gezeigt, dem Entführungsopfer, da geht man ja automatisch davon aus, dass es sich vielleicht um sein eigenes Kind, also unter diesen Bedingungen, dass es um ihr Kind geht. Die Mutter sagte, dass es Parallelen zwischen den 3 Fällen gibt. Also besorgte sich die Kriminalbeamtin die Akten von Annegrets Fall und auch von Hildegards Fall. Diese waren an verschiedenen Polizeistationen oder vor Gerichten, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall musste sie anfordern. Sie arbeitete sie durch und sie fand tatsächlich Parallelen, die einfach kein Zufall sein konnten. Die Beamtin bleibt also am Ball und nach hartnäckiger Ermittlungsarbeit gelingt es ihr, ihren Chef davon zu überzeugen, an diesem Fall dran zu bleiben. Sie hatte wohl auch herausgefunden, dass Lutz ein Auto seines Opfers verkauft hatte, wahrscheinlich Annegrets Auto. Die Soko 924 wurde gegründet. Sie fanden den Bunker, sie fanden ein Bankkonto, was er über einen Strohmann hatte anlegen lassen. In einem Schließfach auf seinen Namen fanden sie den Schmuck von Hildegard.
und dann fingen sie an zu graben. In seinem Garten entdeckten sie unter einer 80 cm dicken Betonschicht ein mit Säure und nur noch wenigen Leichenresten gefülltes Fass. Auf dem Grundstück seines Ferienhauses fanden sie ein weiteres Fass. Da drin waren nur noch wenige Knochenteile von Annegret. Sie fanden das alles und untersuchten es so gut es ging. Am 10. Oktober 1995 klagten sie den noch in Haft sitzenden Lutz für die zwei Morde an Annegret und Hildegard an. Er nahm sich drei Verteidiger und größtenteils machte er von seinem Schweigerecht Gebrauch. Doch wenn er was sagte, war es unglaubwürdiger Quatsch. Zuerst sagte er, dass die Organmafia die Frauen umgebracht hätte, um die Organe auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Dann sagte er, dass er alles erklären und aufklären könnte. Hildegard sei zum Beispiel unglücklich auf der Treppe gestürzt und hätte sich das Genick gebrochen. Mit Annegret hätte er angeblich Sex in der Sauna gehabt. Währenddessen hätte sie ihm stark in den Penis gebissen, woraufhin er sie unsanft wegstieß, in der Sauna liegen ließ und erstmal seinen blutigen Penis verarzten musste. Er hätte gar nicht gemerkt, dass sie sich bei dem Sturz oder dem Schubser so sehr verletzt hätte. Natürlich hätte er gar keine andere Wahl gehabt, als diese Frauen dann zu zerstückeln, in Fässer zu packen, mit Salzsäure zu übergießen und in seinen Gärten zu vergraben. Der Gerichtsmediziner Klaus Püschel war damit beauftragt worden, die Überreste aus den Fässern zu begutachten. Nun sollte aber auch noch den Penis von Lutz auf alte Wunden untersuchen. Der Prozess dauerte 15 Monate und hatte 96 Verhandlungstage. Es wurden viele Zeugen verhört und viele Beweise vorgetragen. Bei der Urteilsverkündung richtete der Richter sein Wort immer wieder an Lutz. Unter anderem sagte er ihnen, sie sagten, sie könnten alles aufklären, aber sie haben nichts erklärt. Am 22. Mai 1996 wurde Lutz für die zwei Morde verurteilt zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Bei dem Mord an Hildegard konnten sie ihm nicht nachweisen, dass er sie aus Mordlust oder aus sexuellem Verlangen getötet hatte. Das konnten sie jedoch bei Annegret. Allerdings konnten sie ihm zur Last legen, dass der Mord an Hildegard aus Habgier und zur Vertuschung einer Straftat begangen wurde. Den zuständigen Rechtsmediziner hatte der Fall nicht losgelassen. Auch die Beweggründe für so eine Tat beschäftigten ihn nachhaltig. In seinem nächsten Skiurlaub in den Alpen traf er sehr unerwartet und so weit weg von Hamburg die Kriminalbeamtin, ohne die Lutz wahrscheinlich noch sehr viele Frauen getötet hätte. Sie tauschten Gedanken und Hintergrundinformationen aus. Die Kriminalbeamtin verließ kurz danach die Mordkommission. Polizeibeamtin scheint sie aber noch geblieben zu sein, nur nicht mehr bei den Kapitalverbrechen. Das kann ich total gut nachvollziehen, wobei man ihr Talent dort sehr, sehr gut gebrauchen könnte. Lutz sitzt noch heute in Santa Fu, der Justizvollzugsanstalt in Fuhlsbüttel, ungefähr 4 Kilometer von mir entfernt. Man weiß leider nicht, ob er noch weitere Frauen umbrachte. Zwischen dem Umbau am Keller und dem Mord an Hildegard lagen 3 Jahre. So 2,5, 3 Jahre war ja so ungefähr sein Rhythmus. Interessant fand ich, dass Lutz nur entführte und mordete, wenn seine Frau im Urlaub war. Was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Nichts Gutes, würde ich mal sagen. Es war wieder ein netter Kerl. Er hatte Familie und ein soziales Umfeld. Hallo, Schwimmverein. Der war im Schwimmverein. Welcher Mörder geht ins Schwimmverein? Es gibt wirklich gestörte, sadistische Psychopathen auf dieser Welt. Ich wünschte, die würden sich freiwillig bei einer Therapie melden, damit sie kein Täter werden. Der Fall war wirklich heftig. Ich hoffe, dir gefällt mein herbstlich blätterbuntes Make-up. Ich würde mal sagen, für die Stimmung erzähle ich euch noch meinen Lieblingswitz. Kommt ein Mann beim Arzt. Ist ein Urologenwitz. Einmal die große Hafenrundfahrt. Okay, der dauert ein bisschen. Na gut, wenn man ihn erst erklären muss. Ich bin halt echt kacke im Witz erklären, aber deshalb ist er doch so auch schön kurz, dass ich den nicht verkacken kann. Wenn du gelacht hast, dann lass es mich wissen. Man kriegt Depression. Na gut, ich hoffe, du hast einen tollen Tag. Pass gut auf dich auf.
triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir was. Am Montag geht es um. Oh. Krasse, furchtbar, krasse. Oh, das wird übel. Oh, Gott. Ich weiß gar nicht. Also, ein Bastler, einsame Seele, seltsam, gestört, intensiv. Montag wird krass. Puh. Gut, also, dann sehen wir uns Montag.